Hallihallo, am nunmehr 31. März 2021. Ich stehe hier in unserer neu errichteten Garage. Man kann das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund erahnen. Und seit meinem letzten Beitrag ist hier eine Menge passiert, gerade eben vor dem Haus bei der Garage. Leider kam für mich persönlich so eine Corona-Quarantäne dazwischen, sodass ich eben mich nicht aus dem Haus begeben konnte. Ich habe das selbst auch nicht direkt mitbekommen. Ich bin heute tatsächlich den ersten Tag hier wieder vor Ort und kann mir jetzt eben auch erst im Nachgang so ein richtiges Bild davon machen. Ich habe da jetzt leider auch kein Bild- und Videomaterial vom Aufstellen. Eigentlich war da geplant, das so ein bisschen festzuhalten und das mit zu zeigen. Aber das hat leider nicht geklappt. Sei es drum, wie gesagt, die Garage steht jetzt und jetzt schauen wir uns die einfach so in ihrer aktuellen Form einfach mal an. Bis gleich. So sieht die Garage dann mit fast verschlossenem Garagentor eben von vorne aus. Hier an der Seite befindet sich ja die Grundstücksgrenze, also die steht eben bündig an der Grundstücksgrenze. Hier ist das Nachbarsgrundstück. Hier wird sich später die Garageneinfahrt befinden und man kann schon sehen, um zum Haus zu gelangen, muss man später eben hier an der Garage vorbeilaufen. Also hier wird sich ein Gehweg befinden, hier die Garageneinfahrt und seitlich von der Garage, da gibt es eben noch so eine Tür, um eben auch zu Fuß dann irgendwie die Garage zu gelangen, beziehungsweise wenn man irgendwie Probleme mit dem Motor, mit dem Antrieb hat, kommt man eben hier auch nochmal über einen zweiten Weg in die Garage. Die Tür kann man verschließen. Das ist hier so ganz normal mit Schließzylinder und so weiter. Und auf diesem Weg würde es dann weiter ins Haus gehen, zum schon bekannten Hauseingang eben, der sich hier dann um die Ecke befindet. Das hier ist jetzt der aktuelle Anblick hinter der Garage. Also man kann hier jetzt sehen die Regenwasserzisterne, die so ein bisschen ausgebuddelt ist. Das ist ja noch das Resultat der Arbeiten vom letzten Mal mit dem Filter und so weiter. Auch dazu später vielleicht noch mal mehr. Hier gibt es noch eine Menge Rohre, die für die Wärmepumpe gedacht sind und hier dann eben die Entwässerung der Garage, die da dann angeschlossen ist, aktuell eben in den Kanal geleitet wird, die man später dann noch umschließen musste, damit das Ganze eben hier auch noch mal in die Zisterne einfließt. Das sind noch Arbeiten, die jetzt im Nachgang noch notwendig werden. Die Garage selbst hat in der hinteren Wand eben ein Fenster, um so ein bisschen Licht reinzubekommen. Ist jetzt allerdings auch nichts erwähnenswert, es ist jetzt nicht sonderlich groß oder sowas. Hier dieses Stück würde eh durch die Wärmepumpe noch verstellt werden. Und insofern ja, wäre das jetzt auch nicht sinnvoll, da jetzt irgendwie großartig da irgendwie mit Fenstern aufzutrumpfen. Die Fundamente der Garage hatte ich ja im vorangegangenen Video schon ganz ausgiebig gezeigt. Interessanterweise steht die Garage gar nicht vollflächig jetzt auf dem Fundament, sondern die wurde beim Aufstellen eben nochmal, da wurden nochmal solche Plastikunterlegscheiben dazwischen gelegt. Die Garage, also dieses Element steht jetzt eben auf diesen Plastikscheiben. An den vier Ecken gibt es solche Plastikscheiben. Damit lässt sich das Ganze eben auch nochmal so ein bisschen nivellieren, beziehungsweise halt in die Waage bringen. Und ja, scheinbar reicht das aus. Das ist durchaus interessant, dass dieses viele Gewicht dann inklusive der Autos und allem drum und dran eben dann im Prinzip von der Fläche her auf sehr wenigen Quadratzentimetern aufliegt. Aber das ist so berechnet und das scheint so zu funktionieren. Diese vielen Rohre, beziehungsweise ein wesentlicher Teil davon, die verlaufen ja dann ins Garageninnere. Das kann man hier auch noch so leicht erahnen. Das wird nachher auch noch verschüttet werden. Aber man kann hier sehen, dass eben hier eine Reihe von Rohren ankommt. Und die gehen dann eben, wie gesagt, ins Garageninnere. Und dort kann ich mich dann um die Verteilung kümmern. Also die Rohre, das ist jetzt an der Stelle eben keine Entwässerung, sondern die dienen tatsächlich als Leerrohre für die verschiedenste Leitungen elektrischer, elektronischer Art und auch Wasserleitungen aus dem Hausanschlussraum, um eben hier mich um die Gartenbewässerung zum Beispiel kümmern zu können und so weiter und um das Auffüllen der Regenwasserzisterne, falls diese mal leer läuft. Vielleicht noch das ein oder andere Wort zum Putz, beziehungsweise zum fehlenden Außenputz. Man kann das ja hier sehen, das ist alles noch so ein Betongrau. Zum Teil sieht man hier eben auch noch die Spuren von Betonieren und so weiter. An der Stelle zum Beispiel hat sich eine weitere Tür befunden. Die haben wir dann aber entfernt, zubetonieren lassen. Dementsprechend kann man das hier noch so erahnen. Außenputz wird eben noch angebracht werden. Hat einfach den Hintergrund, dass das hier so ein spezielles Modell war. Das haben wir zu vergünstigten Konditionen erhalten. Und der Außenputz, den bringen wir eben erst im Nachgang an, damit das Ganze eben stabil steht und jetzt irgendwie bei den Aufstellarbeiten oder sowas nicht irgendwo was abspringt und man dann nachbessern muss. Und wir haben das an der Stelle nicht eilig. Wir können den Innenraum jetzt schon mal nutzen und das werden wir dann in einem weiteren Schritt dann eben irgendwann auch mal noch verputzen in Eigenleistung. So, dann begeben wir uns jetzt einfach mal ins Innere der Garage. Ich schalte noch kurz das Licht mit dazu. Man kann ja sehen, hier seitlich eben kommt man in die Garage hinein durch die Tür und trifft dann auf einen Raum von ungefähr 6 auf 6 Metern. Bestehen aus zwei Elementen, also man hat hier ungefähr 36 Quadratmeter. In der Mitte befindet sich eben eine deutliche Fuge, die wird nachher noch verschlossen, beziehungsweise es kommt hier noch ein Bodenbelag eben mit drauf, damit, und nicht eben nicht der rohe Beton, damit das einfach irgendwie ein bisschen besser zum Befahren wird und so weiter. Und ansonsten sieht man eben diese zwei Elemente, die sind jeweils 3 Meter breit und 6 Meter lang. Hier das Fenster in der Rückwand.
Und nach vorne hin halt das große Tor, das sich eben dann über die gesamte Breite fast spannt und eben in seiner Gesamtheit geöffnet und geschlossen werden kann. Geöffnet und geschlossen wird das Ganze durch einen elektrischen Antrieb, durch einen Motor, der befindet sich hier. Und dann gibt es halt noch an der Seite hier so eine Aufhängung bzw. halt das Schienensystem, damit das Tor dann eben, das Sektionaltor eben auf- und zufahren kann. Und neben der Tatsache, dass ich hier eben die ersten Materialien als abgestellt habe und das Ganze eben als Lagerfläche nutze, gibt es hier in den Ecken der einzelnen Elemente jeweils ein Fallrohr, also zwei an der Zahl, eins hier und eins dort hinten in der Ecke. Das sind tatsächlich die Fallrohre zur Entwässerung. Also das Dach wird entwässert über dieses Rohr, geht durch den Boden durch. Und da haben wir auch schon am Fundament und so weiter die Entwässerung vorbereitet. Das Ganze wird jetzt eben abgeleitet und geht dann schlussendlich später soll das dann eben in die Zisterne geführt werden, die sich dort außen befindet. Aktuell wird das eben, wie gesagt, noch in den Kanal entleitet und abgeleitet. Vielleicht noch ein paar Worte zum Motor, der das Garagentor eben antreibt. Man kann das hier sehen, das ist eben ein Label des Garagenherstellers mit drauf. Ist aber tatsächlich keine Eigenproduktion. Durch ein bisschen Recherche findet man eben den eigentlichen Hersteller und kann dann eben auch die Zubehörteile dazu erwerben, beziehungsweise einfach sich mal Gedanken machen, wie man das Ganze anstellen möchte. Schlussendlich ist ja meine Idee von einem Smart Home hier nicht mit irgendeiner Funkfernbedienung das Ganze auszulösen, beziehungsweise nicht ausschließlich. Außerdem möchte ich natürlich auch den Zustand des Tors abfragen. Ist das Tor offen? Ist das Tor zu? Und ich möchte das Tor natürlich auch irgendwie aus meinem Smart Home heraus öffnen können. Ist mit diesem Motor scheinbar direkt nicht möglich, aber es gibt da so ein paar Klemmen oben und über ein paar Umwege mit Binäreingängen und Schaltaktoren und so weiter kriegt man da schon was hin. Read-Kontakte. Da kann man sicherlich was basteln, da wird es an anderer Stelle sicherlich auch mehr zu geben. Und im Worst Case kann man diesen ganzen Motor sicherlich auch austauschen, wenn man da überhaupt nicht weiterkommt. Ein bisschen recherchiert habe ich schon und ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Überblick schon. Aber mal sehen, was dann tatsächlich möglich ist und ob man den Motor vielleicht doch noch tauschen muss. Bisher jedenfalls kann ich das Tor nur über diese Funkfernbedienung bedienen. Also das Tor fährt auch bisher nur auf und zu. Das hat ein paar Komfortfunktionen, eine Lüftungsstellung und so weiter. Man kann da einiges einprogrammieren, auch mit dem Motor selbst ohne Zubehör. Aber da muss ich mich mal tiefer mit beschäftigen, mit der Anleitung. Die ist recht gut. Aber die Bedienung hier mit den drei Knöpfen und irgendwie vier, fünffach verschachtelten Menüs ist da nicht ganz intuitiv. Aber man kann sehen, grundsätzlich funktioniert das schon mal, beziehungsweise auch nicht. Denn in der einen Endlage, wenn das Tor zufährt, man konnte es jetzt eben sehen, da wird der Widerstand zu groß und dann fährt das Ganze wieder ein Stück weit nach oben. Das ist ein Sicherheitsfeature, das ist auch so gewollt. Also das Sicherheitsfeature ist so gewollt. An der Stelle ist einfach die Endlage falsch eingestellt, falsch einprogrammiert. Dem muss ich nochmal nachgehen, damit ich das Tor eben auch automatisiert schließen kann. Man kann das lustigerweise dann auch immer hier über die Taste auch nochmal auslösen und so weiter und so fort. Eine Besonderheit gibt es hier noch zu sehen, neben dem Kabel, das hier jetzt irgendwie magisch aus dem Boden kommt, ist hier halt einfach ein dickes, fettes Loch im Boden. Es wird leider langsam relativ dunkel, aber man kann das hier ungefähr ahnen. Man sieht auch noch das Eisen des Bodens, der Unterbodenkonstruktion, einfach um den ganzen Stabilität zu geben. Das Loch, das hat man eben werkseitig hier schon vorbereitet. Ist auch nicht ganz passgenau, da wird man nochmal nachbessern müssen. Aber das wird mir eben dabei helfen, dass man die Rohre, die man hier unten jetzt sehen kann, durchführt durch den Boden, dann wird man den Boden nochmal zubetonieren und dann habe ich eben hier diese Rohre, werde ich hier an der Wand irgendwie fixieren und hier dann auch nochmal so ein bisschen eine Verteilung aufbauen für den Außenbereich. Also hier wird das Wasser verteilt werden, sowie auch der Strom eben für den Außenbereich, für die Gartenbewässerung und so weiter und so fort. Das ist eben hier jetzt eine ganz nette Möglichkeit, um das zu tun. Ja, das soll es an der Stelle schon gewesen sein für heute und für jetzt. Es wird nämlich recht düster und dunkel hier, zumindest in der Garage. Also außen kann man noch ein bisschen was sehen, aber hier in der Garage ist ohne Licht eben nichts mehr zu machen. Und dementsprechend ja, macht das nicht so viel Sinn, euch jetzt hier im Inneren der Garage noch weiteres zu zeigen. Da werden eben, wie gesagt, viele Videos noch folgen. Zum einen über die Integration irgendwie dieses Motors oder des Torantriebs eben in meine Heimautomatisierung. Überhaupt, die Garage muss noch ausgebaut werden. Hier ist überhaupt keine Beleuchtung. Hier ist keine Präsenzsensorik, Bewegungssensorik. Da ist noch eine Menge geplant. Auch hier, was die Ansteuerung oder die Gartenbewässerung angeht, die soll hier irgendwie ihren Platz finden oder zumindest mal einen zentralen Teil wird das hier eben einnehmen. Die Befüllung der Zisterne, die Filterung der Zisterne, des Zulaufs der Zisterne. Also auch da habe ich hier so ein bisschen
Technik, Siphon, Filter und so weiter, all das ist hier jetzt schon angeliefert worden in den letzten Wochen, weil es ist ja eine Menge Zeit vergangen. Das habe ich eben heute dann auf die Baustelle gebracht. Und zu all den Themen wird es noch eine Menge Videos geben, auch im Innenbereich. Da ist eine Menge passiert und da wird weiterhin eine Menge passieren. Dementsprechend sehen wir uns sicherlich in einem der folgenden Videos wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss.